Ahoi und herzlich willkommen zurück. Wir spielen die dritte Folge von Nightmares from the Deep, Davy Jones. Schön, dass du dabei sein möchtest. Ja, wir sind auf seiner Insel und sorgen für ganz schönen Trouble. Ich muss mich echt wirklich zurechtfinden. Ich komme noch nicht gleich rein in das Game, aber wir werden es schon schaffen. Passierscheine für den Turm der Pakte entsprechen dem aktuellen Wetter, Mond und Wind. Davy Jones hat unsere Tochter mal wieder, oder nicht mal wieder, aber sie wurde auf jeden Fall entführt und wir müssen sie erretten. Ich weiß noch nicht, aus welcher Richtung und wie stark der Wind weht. Das wissen wir noch nicht. Wir wissen es noch nicht. Hi. Es lebt richtig, das Bild, ne? Wir nehmen mal den Schlüssel hier mit. Ihr braucht eine Feder und ein Amulett. Und dann freut er sich dann. Aber hier irgendwie ein Objekt, ein Sammelobjekt habe ich nicht entdeckt. Kein Seepferdchen. Müsste eigentlich hier irgendwas geben, außer das hier, ne? Da habe ich drauf gedrückt und dann kam dann ein Glühwürmchen raus. Aber ich glaube, ich komme hier nochmal her. Dann müssen wir nochmal gucken. Also hier kommen die Galeonen rein. Dann schauen wir mal, was geht hier noch. Ich weiß nicht, ob ich das hier machen kann. Nee. Hammer? Nee. Eine Wetterfahne, aber hier fehlt ein wichtiges Teil. So ein Krakenteil. Das ist ein Schlüssel, ne? Müssen wir mal wieder gucken, wohin damit. Die Brücke ist hier abgefahren, ist nicht passierbar. Vielleicht doch nochmal hier. Ich weiß nicht, was uns da fehlen mag. Und wo der Schlüssel reinkommen könnte. Oh, stimmt. Da war ja was. Wir brauchen ja wahrscheinlich diese Schiffe. Und jetzt weiß ich auch, was ich mit Hammer und Meißel mache. Fällt mir gerade so ein. So als hätte ich es vergessen. Aus längst vergessenen Tagen. Ja, Mann, was macht man denn mit Hammer und Meißel? Genau, man legt ein Meißel hier an und einen Hammer. Und dann können wir das auch befreien. Und dann geht die Soße auch weiter. Vom Soße. Ja. Gut. Dann hauen wir auch noch die Schiffe hier auch noch rein. Hier und da. Bitteschön. Okay. Na super. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Navigiere die Galeone über das Feld, sodass alle Häfen in Brand gesetzt werden. Das ist schön. Du kannst jeden Punkt auf der Karte nur einmal besuchen. Jetzt überlege ich. Haben wir den kaputt gemacht? Wie gemein, wa? Also ich muss auf jeden Fall jeden Punkt... Das ist eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Ich würde nach oben gehen, würde ich sagen. Das macht Spaß. Es geht eigentlich. Ein Erfolg freigeschalten, überspringen. Also so nach dem Motto, ja, das brauchen wir nicht überspringen. Das ging schon ganz gut so. Mom, here. Hi, Connie. Mom, I can't tell you how happy I am to see you right now. Davy Jones locked me in here. He has my pact. He took it inside that tower. He says the only way I'll ever be free is by fulfilling the deal I made with him. He wants me to serve as a maid in his palace. Mom, please, find a way to cancel the pact. I don't want to spend the rest of my life here. Du wurdest schon zweimal entführt. Das ist doch ein guter Deal. Als Dienstmädchen. Nee, wir müssen sie befreien. Ich könnte ja auch einfach gehen. Könnte mein Boot wieder nehmen.
Aber nein, das Seepferdchen. 3 von 12. Schön. Ich erreiche den Käfig nicht. Ja, den Zellenschlüssel, dann haben wir den wahrscheinlich auch. Ja, das dafür. Aber können wir ganz mal nach oben? That's where he took Corey's deal. I have to get inside that tower. Er hat ein kleines Lagerfeuer gemacht. Er geht ganz schön schwerfällig, ne? Er ist müde. Er ist müde. Aber wir gehen erstmal hier rein, in die Zelle. Hier haben wir wieder diese blöden Wespen oder Hornissen. Ja? Die kennen wir doch irgendwoher. Die kennen wir. Die sind auch in jedem Teil dabei irgendwo. Das ist cool gemacht, war. Die sollte als Beispiel dienen. Diese Zelle gehörte einst John O'Malley, der seinen Teil der Abmachung mit Davy Jones nicht einhalten konnte. Aufgrund seines fortwährenden Ungehorsams wurde er gefoltert und in den Minen geworfen. Was ist denn in den Minen so schlimm? Gar nicht so schlimm vielleicht. Ih, ein kleiner Käfer. Ach, ganz schnell. Er ist schnell. Schnell, so wie Lolly. Oh, O'Malley. Ich weiß, wie ich das Abkommen erfüllen kann, aber Davy Jones möchte davon nichts hören. Jetzt bin ich sein Gefangener. Ich habe schon oft versucht zu entkommen. Einmal fälschte ich im Anwaltsbüro einen Passierschein und brach in den Turm des Pakte ein. Dort fand ich meinen Pakt, aber er kann nicht zerstört werden. Ich habe ihn verbrannt, in Stücke gerissen und in den Ozean versenkt. Vergebens. Es gibt nur einen Weg, das Abkommen mit Davy Jones zu brechen. Zum Beispiel Discord abzuschalten. Ich arbeite weiter dran. Oh, O'Malley, das war leider sein letzter. Wie? Ein paar Seeegel bewachen diesen Bereich. Oh, sie wachen drüber. Ja, süß. Ne. Ne. Süß. Schauen wir mal, was wir machen können. Nee, Maus. Platzen. So, was haben wir hier noch? Ein Zettel. Das gestohlene Salz, mit dem Davy meine Wunden verbrannte. Vielleicht stoppt das seine Grausamkeit einige Zeit. Mhm. Salz. Ich hatte ihn damit eingerieben. Das tut natürlich sehr weh. Oder, nee, habe ich einfach nur eingerieben. Das ist der Bereich. Kann ich, das will ich, ja, ich probiere es jetzt mal. Nö. Das interessiert sie nicht. Nee, das interessiert sie nicht. Tja. Sonst ich jetzt hier nichts. Also von der Krake her jetzt hat auch nicht. Ich habe jetzt auch, ich weiß jetzt auch nicht mehr wie viel. Na? Dann wimmeln wir. Nee, brauchen nicht wimmeln. Wir müssen ihn befreien von Moos. Aber wir haben jetzt momentan keine Dublone, um eine weitere Geschichte von Davy Jones zu hören. Netz. Den müssen wir wahrscheinlich wieder zusammenbasteln. Ein Steak. Hm. Schauen wir mal, wo der Hund ist vielleicht. Die Glühwürmchen zeigen mir den Weg. Wo ich hin soll. Ja. Cool. Dem ist jetzt ein. You, Davy Jones? It's been ages since you locked me in here. Du hast mir was gegeben da oben. Es sind ja, die meisten sind ja verflucht. Die würden sich freuen, wenn sie mal alle wieder freikämen. Aber na gut. Please, can you help me? I've been up here so long. Und der Arme. Auch er leidet. Ja, wir wollen ja dahin. Eine Dublone. Das geht ja natürlich noch nicht. Aber der Klang fand ich schön.
let us delve further into the past. The island was a busy place back in the days when Davy Jones still had faith. The fire at the mines burned day and night. Carriages full of gold and jewels arrived at the laboratory. Inside the laboratory, thunder and lightning cracked. Each day, Davy's ship brought treasures and people who had signed the deals. What awaited them on the island was hard labor without hope of salvation. Und einen weiteren Stern. Jetzt haben wir schon zwei. Und ein Puzzle. Das ist schwierig, weil die können ja auch hier drin sein. Och, das ist schwierig. Na? Okay, jetzt haben wir den Bootshaken mitgenommen. Das hat jetzt geklappt. An dich kann ich mich erinnern jetzt. Ha. Ja, ich habe ja, ich kenne ja das Spiel schon. Ich habe das damals vor vielleicht 7-8 Jahren gesehen bei einem anderen Kollegen. Ha, an dich erinnere ich mich. Okay. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kann ich da unten was machen. Da muss doch irgendwas noch sein, oder? Oh. Naja. So, hier, bitte, Fleisch. Oh. Das wollen sie nicht. Ja, kann ich nicht raushebeln. Das Einzige, ich kann wahrscheinlich hier reinlangen. Ha! Das konnte ich jetzt. Was haben wir denn da? Was ist das? Ein Wetterfahnennadel. Und das ist noch ein Puzzleteil. Na gut, das klappt anscheinend sehr gut. Ja, ja. Ja, ja. Na gut, aus dem Puzzleteil ergibt sich wahrscheinlich ein Bild. Also hätte ich die vielleicht doch schon ganz gerne. Die können auch hier sein, ne? So. Weiß nicht. Reicht das hier schon? Anscheinend schon. Was haben wir da? Eine Druckrolle. 3W. Jetzt kenne ich die Windstärke. 3W. Ja, dann. The weather has changed. Okay, wir haben es beeinflusst vielleicht. 3W. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Da steht jemand, aber nein. Ich kenne jetzt die Werte, aber ich muss dennoch die Druckrolle und eine leere Karte einfügen. Die Druckrolle hier rein. So. Aber ein Papier habe ich nicht. So, jetzt geht auch, oder? Nee, doch nicht. 3W. Mhm. So ein Haken habe ich. Vielleicht komme ich dahin. Es regnet auch noch. Jetzt hole ich mir noch mehr Fleisch. Aber mein Schatzel wird jetzt, glaube ich, jetzt schon da sein. Ich glaube, ich höre sie. Sie ist nämlich jetzt gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, meine gute Herzl. Gut, wir haben jetzt 3 Steaks. Ich glaube, wir können das dem Leguan da geben, den kleinen da. So, ich muss das in die Spur legen, glaube ich. Wohin nur? Ah, komm raus. Kann ich die Eidechse? Ja, mein Schatz ist da. Ich höre sie an der Türe. Hm. Und jetzt ist Fütterungszeit. Süß. Bist du so weg? Süß. An das kann ich mich nur so ein bisschen erinnern. Warte mal. War da was? Naja. Wir suchen erstmal hier was. Da ist auch noch einer. Oh, der ist nur so klein. Und oh, da ist auch noch einer. Süß. Sind gleich mehrere. Da ist auch noch eine Dechse. Süß. Ein süßes Herzchen. Sie ist mal wieder frech. Ja. Sie ist frech. Also, ich muss ja was suchen. Ich muss mich hier mal konzentrieren. Ich muss hier arbeiten. Ja, ja. Ich muss hier, die Eidechsen irritieren mich hier auch mal schon.
Ihr wollt mich nur ablenken. Wir hatten da schon mal sowas, ne? Da habe ich jetzt mich nicht mit rumgekleckert. Letztes Mal in der Aufnahme musste ich dann doch einen Tipp verwenden. Ich habe mich einige Tage lang drüber geärgert. Wirklich. Sehr. Aber gut. Ist aber auch gemein versteckt. Wie auch das Teil hier, ne? Ganz gemein. Das? Was ist das? Okay. Ja, liebe Eidechsen, ist ja gut, ne? Süß sind sie schon. Mama, fangen sie jetzt gleich mit so einem Wimmelbild-Abenteuer an? Das ist nicht so leicht, weil dann diese Stücke zu sammeln, das ist nicht einfach. Nicht einfach. Da ist nämlich eins. Das ist ein junger Mann hier, ne? Vielleicht war das ja mal Davy. Wo er mal jung war. Nicht so ein knallharter Geschäftsmann. Ne? Und packte mit anderen Unterzeichnete, damit sie ihm auf ewig dienen mögen. Warum auch immer. Es wird ja einen Grund haben. Vielleicht fehlt ihm ja was. Und deswegen holt er sich das von anderen das Leben. Ja, genau, Schick. Da hat sie recht. Okay, noch ein Teil. Go, go. Go, go. Mein süßes Häschen. Es fliegt jetzt durch die Wohnung. Sie kann das auch, so wie Davy Jones. Kann auch fliegen. Tja. Inori in Peak kann fliegen. Ja, ja. Sie kann das. Es ist schwierig. Es ist wirklich, es ist ein komisches Teil auch. Was ist das eigentlich? Was ist es? Das muss ich nur so leicht abheben. Ich hätte lieber das andere. Ist es leider nicht. Ja, nö. Du hast es auch nicht. Die anderen waren sehr zufällig. Ich will ja immer hier hinklicken. Hier, das ist am meisten irgendwie so hervorhebend. Aber wenn man sie anklickt, kreischen sie noch ein bisschen. Nee, das war es leider nicht, ne? Das war es nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber ich schaue so ein bisschen auch auf den Hintergrund. Letztes Mal haben sie mich ja dran gekriegt. Und das werden sie diesmal wieder tun. Weil diese Teile sind echt ganz gemein versteckt. Ja, wirklich. Soll ich mich erschrecken? Wo könnten sie das dran gebaut haben? Hm? Fragen wir doch mal die Spieleentwickler. Liebe Artifex Mundi Gemeinde. Er macht ja sehr gute Spiele. Vielleicht habe ich es entdeckt. Ich bin sehr stolz. Okay. Ein leerer Passierschein haben wir. Davy has left the tower. Now I can see what's inside. Jetzt können wir gleich schon reingehen. Wollen wir das tun? Okay, mal sehen. Eifriger Leser, leer Passierschein erhält man bei der Zelle des Wächters. Ah ja. Ich mag das nicht haben. Ne, du kommst hier nicht rein. Ich bin Cthulhu. Ich bin Cthulhu.
Nee, wir müssen. Können wir das da reingeben jetzt? Von der Aussparung? Stell die aktuelle Windstärke Richtung die Bewölkung und Mondphase ein. Letzte findest du dort, wo du sonst auch nachsehen würdest. Also wir haben hier die drei. Windstärke 3. Wir haben beschissenes Wetter. Das will ich aber gerne nochmal nachschauen, aber haben wir hier haben wir, ach, das hier, dann passt das besser. Und dann ist das nur ausprobieren. Okay. Wie? Okay, dann haben wir jetzt die Lochkarte. Okay, das hat ja geklappt. Das war ja sehr gut. Okay, was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Ach ja, wir können wahrscheinlich da reingehen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei seid. Und aus meinem herzlichen Wohlbehalten von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Bis zum nächsten Mal, Chroniken Offline. Denn ich bin David Jones.